C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich will ein Aufgebraucht-Video machen, denn es wird wieder Zeit. Es ist nämlich das Aufgebraucht-Video von März. Ja, am besten ich fange gleich an, weil ihr seht ja, wie viel das ist. Ich habe in letzter Zeit echt viel aufgebraucht und April kommt auch so in Richtung viel aufbrauchen. Mein Hund findet das langweilig. Ja, also fangen wir gleich mal an. Das ist die Softstar. Box, ihr wisst schon. Das ist die mit diesem Paris-Motiv, die habe ich mir mal gekauft. Ich fand das Motiv einfach nur schön, aber ich habe eigentlich nur welche braucht und habe mir gedacht, nehmen wir einfach die mit. Dann, ihr kennt sie ja eh, das ist, sind, Wortkotze, langsam sprechen. Das sind meine Biocamille-Reinigungstücher. Kaufe ich eh immer wieder nach, wisst ihr ja eh schon. Dann die großen viereckigen Duo Maxi, blablabla, Wattepads von Müller, die kaufe ich mir ja auch immer wieder nach. Dann habe ich zwei Ampullen wieder leer gemacht und ich habe wieder zu spät gemacht. Habe ich euch ja, glaube ich, in deinem Video mal erzählt, dass ich die eigentlich, bevor ich meine Tage kriege, sollte benutzen. Aber ich schaue nämlich jetzt schon wieder sehr, sehr schlimm aus. Ich meine, wenn ich geschminkt bin, sieht man es nicht. Aber ich finde, wenn ich ungeschminkt bin, sieht man es sehr stark. Und das stört mich schon ein bisschen, wenn wir mal ehrlich sind, aber ja. Egal, ich habe die wieder aufgebraucht und ich werde sie mir immer wieder nachkaufen, weil ich finde die wirklich toll. Nur habe ich mich geärgert, dass sie vor kurzem in Aktion waren und ich habe mir die mal gekauft wieder, wo es ein bisschen teurer war. Ich ärgere mich extrem, aber das nächste Mal, wenn die in Aktion sind, kaufe ich mir mehr und warte, bis das nächste Mal die wieder in Aktion sind. Weil die sind eigentlich relativ oft in Aktion. Das sind diese grünen Ampullen, die kennt ihr ja, die habe ich euch sehr oft schon gezeigt. Dann habe ich mein Spülmittel von Müller aufgebraucht. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups von denen, weil ich finde das so gut. Ich mag den Duft so gern. Das riecht so nach Melonen-Kaugummi. Ich glaube, das kennt ihr ja. Das ist dieses Pinke. Das habe ich euch mal in einem Haul-Video gezeigt und glaube ich in einem Kaufverhalten oder so. Das mag ich echt gern. Ich hoffe, das kommt nochmal raus. Weil die Fußmaske ist nochmal rauskommen mit Melone. Also hoffe ich, dass das Spülmittel wenigstens auch nochmal rauskommt. Das ist so ekelhaft. Das ist das Duschpeeling von Terra Naturi Orange und Minze. Ich wollte das ja unbedingt mal haben, weil ich wissen wollte, wie Terra Naturi ist. Aber ganz ehrlich, ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Das riecht so wie Hustensaft. Aber extrem wie Hustensaft. Ich hoffe, das Licht ist jetzt besser. Vorher ist es ein bisschen dunkel geworden. Diesmal knallt mir wenigstens nicht die Sonne in mein Schlafzimmer, so wie in den letzten beiden Videos. Weil es ein bisschen später heute ist, nur damit ihr Bescheid wisst. Falls euch das interessiert, ich glaube ja nicht, aber egal. Da hatte ich noch ein Backup, ich habe es Gott sei Dank schon aufgebraucht. Das ging nämlich relativ schnell leer, weil es sehr flüssig ist. Ich würde mir das nie wieder nachkaufen. Den Duft finde ich so ekelhaft. Ne, keine Ahnung, warum ich mir das überhaupt gekauft habe, aber naja. Damit hört es sich auf jeden Fall jetzt bald mal auf, jetzt reicht's. Ich habe so viel Scheiß, das kann ich eh nie in meinem Leben aufbrauchen. Ich bin nämlich, ich meine, okay, ich habe jetzt vor kurzem wieder so viel gekauft, aber ich bin jetzt in dieser Aufbrauchphase. Ich glaube, ihr werdet es gleich an der Menge von Duschgels und so sehen, was ich meine. Ich habe meinen Make-up-Entferner wieder aufgebraucht von Hofer, den brauche ich eh jedes Monat auf, den kennt ihr. Und ich liebe ihn und kaufe mir nichts anderes. Wisst ihr auch. Hofer Wattepads habe ich auch aufgebraucht. Ich glaube, ich habe sogar jetzt noch welche. Zumindest hoffe ich es. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Das sind immer so Sachen, die ich mir nie merken kann. Dann habe ich die Antifalten-Augenpads einmal aufgebraucht. Ich mag die. Ich finde die echt gut, aber ich lasse die immer nur 15 Minuten drauf, sehe ich gerade. Dabei soll man sie 20 Minuten einwirken lassen. Ich habe aber, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe drunter eine Augenmaske gegeben und habe die dann drüber getan. Und den Effekt finde ich viel geiler als nur das. Also werde ich wieder bald machen. Ich sollte es eh mal wieder machen. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich da rausnehmen soll. Nehme einfach das hier. Das ist die Buttermilch-Zitrone-Seife. Die habe ich zu Weihnachten von der Kathi bekommen. Es gibt ja jetzt so einen Rückruf von einer... Ganz kurz nur. Ich habe nämlich gerade meiner Schwester vorgeschrieben, wegen was bestimmt, und jetzt erst schreibt sie zurück. Ich habe gerechnet, dass jetzt mir keiner schreibt, aber egal. So, zurück zu der Seife. Es gibt ja jetzt einen Rückruf von
Produkten mit einer gewissen Chargenummer. Meins war Gott sei Dank nicht der Fall, weil die Kathi hat mir das geschickt, das haben die auf Facebook postet. Ich bin froh, dass meins nicht dabei war. Ich habe von denen jetzt noch die Nachfüllung, deswegen werde ich mit den Seifenspender aufheben, weil da genau 500 Milliliter reinpassen. Und mein Minimaus-Seifenspender schon ein bisschen kaputt ist. Jetzt ist wieder dunkel. Den Seifenspender werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Weil ich brauche einen, wo mehr reinpasst als nur ein bisschen. Das finde ich praktischer, weil das offene Nachfüllding immer irgendwo hinstellen ist nicht gerade einfach. Dann habe ich aufgebraucht, auch von Cadea wäre diese Anti-Pickel... Reinigungspads, so heißen die. Ich musste jetzt nachschauen, wie sie heißen. So sehen sie aus. Das sind einfach nur getränkte Butterpads. Sie sind sogar vegan, was mich wundert. Drinnen sind 30 Stück und ich finde die echt gut. Ich meine, jetzt ist natürlich nichts drin. Ich habe die mir sofort nachgekauft, wie die leer worden sind, noch vor meinem Urlaub. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Die benutze ich halt jetzt nicht jeden Tag in der Früh, aber hin und wieder in der Früh nehme ich eins, wenn ich merke, okay, jetzt könnte ich es mal wieder verwenden, weil ich so dazwischendurch halt gegen Pickel vorbeugen will, weil ich ja so Probleme in letzter Zeit wieder habe. Ich finde die echt gut. Ich finde die wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, ich habe sie mir nachgekauft. Das heißt ja dann auch schon was, oder? Reinigungstücher. Die habe ich hier bei meinem Schminktisch immer stehen. Das wisst ihr eh, das sind die Bio-Camille. Was habe ich mit denen? Die Cadea Vera Reinigungstücher. Und dann habe ich noch die Micellen aufgebraucht. Wurde endlich Zeit, weil die waren nicht mehr so lange haltbar nach dem Öffnen. Die sind nämlich nur 2 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und ich habe das immer genommen, um Masken zu entfernen. Ich warte die ganze Zeit, dass mein Müller, wo ich arbeite, dass die nochmal nachkommen, aber sie kommen einfach nicht. Und ich verstehe das nicht, weil sie sind im Sortiment, aber sie kommen einfach nicht nach. Weil ich hätte die gern nochmal. Das war nämlich meine letzte Packung. Aber was soll ich machen? Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Sie gibt es bei mir leider nicht. Ich schaue mal vielleicht in andere Müller, dass ich die nochmal kriege. Weil die mochte ich wirklich gerne. Ich habe bis jetzt keine anderen gefunden, die ich für die Masken zum Entfernen nehmen kann. So. Eine Mundspülung. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mir eine neue endlich kaufe. Weil ich habe die von Meridol aufgebraucht und hatte dann die ganze Zeit keine mehr, weil ich keine gefunden habe, die mich interessiert. Die war echt gut, aber die ist leider so teuer. Deswegen habe ich mir die jetzt nicht nochmal nachgekauft. Sollte sie mal in Aktion sein, weil die hier war damals in Aktion, wie ich sie mir gekauft habe, würde ich sie mir nochmal nachkaufen. Würde ich auf jeden Fall. Das erste Duschgel. Die Zuckerschnute ist leer gegangen. Kennen sicher viele. Ich wollte nämlich unbedingt wieder eine aufbrauchen, weil ich mir gedacht habe, jetzt wird es mal wieder Zeit, weil ich eh noch so viele Backups habe. Es ist noch immer mein Liebling und ich schaue gerade, wann es ablaufen wird. Puh, schon nächstes Jahr. Dieses blöde Licht. Ich habe Gott sei Dank noch Backups, weil viele haben mir erzählt, dass es rausgeht. Bei uns Gott sei Dank in Österreich ist es noch nicht so. Aber es wird sicher nicht mehr lang brauchen. Dann habe ich ein Minimaus-Duschgel leer gemacht. Das habe ich mal zu Weihnachten von Jan bekommen. Ich finde diese Kinderduschgel ein bisschen flüssig. Das einzig Positive ist, dass es halt wirklich komplett leer ist, das Ding. Das hat aber voll gut nach Himbeer gerochen. Zwar ein bisschen nach künstlicher Himbeer, aber ich fand es trotzdem total toll. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil ich habe eh so viel Zeug. Aber ich fand es echt gut. Wirklich gut. Ich mag auch, dass das die Minimaus drauf war. Und dann habe ich wieder aufgebraucht mein Trockenshampoo von Batiste, das kennt ihr eh auch. Ich habe mir das auch schon öfter jetzt wieder nachgekauft, 2 Backups habe ich jetzt, weil das sehr schnell leer geht. Also ich kriege jetzt jeden Monat schon eins leer und ich finde das wirklich, wirklich gut. Neben dem orientalischen, den ich ja immer noch hinterher traue, ist das mein neuer Liebling. Kaufe ich mir immer wieder nach. Wisst ihr aber eh schon jetzt. Dann habe ich ja diese Biore, ich kann es jetzt endlich aussprechen, diese Nose Straps einmal probiert. Ich kann aber noch nicht so viel dazu sagen, ich werde mir noch Zeit lassen, ich werde das nächste Mal noch einmal eins probieren, weil ich habe da jetzt nicht so wirklich einen Effekt gehabt, weil bei mir ist hier nichts oben, sondern eher auf der Seite und da ist das irgendwie nicht drankommen. Aber ich werde es noch mal probieren und werde euch auf dem Laufenden halten. Dann habe ich von der Hava ein Softening Butter Salz Peeling aufgebraucht. Und ich muss sagen, da fand ich die Konsistenz so komisch irgendwie. Da ist leider nichts mehr drin. Ich habe noch ein Backup von dem. Das ist so richtig eine feste, ich glaube man kann es eh ein bisschen sehen, eine festere Konsistenz. Ich musste die mit so einem Cremespatel rausnehmen jedes Mal, weil ich die mit dem Finger nicht rausgekriegt habe. Ich fand es gut. Nachkaufen, glaube ich, würde ich es mir nicht. Ich zeige es mal von nahen, habe ich jetzt noch nicht. So sieht es von nahen aus. Ich habe jetzt noch ein Backup, bin auch happy darüber, dass ich noch ein Backup habe, aber ich glaube, nachkaufen würde ich es mir nicht, weil für den Preis, finde ich, ist es ein bisschen zu viel. Also für mich zumindest. Warten wir mal ab, weil jetzt habe ich ja noch ein Backup und denke mir, ja okay, passt Gott sei Dank noch, aber warten wir ab, wenn ich mein Backup benutze, wie ich dann reagiere.
Es war nicht schlecht, aber es war halt urgewöhnungsbedürftig, dass es so wie Butter ist. Also echt, echt merkwürdiges Ding. Aber ich finde es irgendwie cool und irgendwie auch nicht. Ich weiß, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt bei dem Produkt. Dem nächsten Produkt traue ich hinterher. Das ist das Sauber-Schaumbad mit Zuckerapfel. Das habe ich überall noch gesucht und habe es aber nicht mehr gefunden, leider. Das mochte ich so gerne. Das hat so gut gerochen. Ich finde nicht mal, dass es nach Apfel riecht. Boah, das roch so gut. Ich bin so traurig, dass das leer ist. Wirklich traurig, dass das leer ist. Weil ich wollte das unbedingt nochmal haben. Ja, da bin ich auch traurig, dass das leer ist. Das war mein letztes Backup von dem Duschpeeling von Aveo. Dieses Kirschblüten. Das war sowas von gut. Ich werde nochmal dran riechen. Das hat den Duft verändert. Oder es ist jetzt, weil ich an dem anderen gerochen habe. Aber ich mochte das so gerne, das wisst ihr, ich habe das sehr, sehr oft gehabt. Sehr, sehr oft. Die Hoffnung ist noch immer groß, dass das irgendwann nochmal rauskommt. Ich werde mal das fotografieren und denen schreiben. Vielleicht probiere ich das. Ich fotografiere es mal und schreibe denen, bevor ich es wegschmeiße. Und hoffentlich kommt es wieder nach. Ja, dann kennt ihr ja auswendig. Mein Fußpeeling von Le Froché, da brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Das kaufe ich immer wieder nach, obwohl ich ja vor kurzem noch wechseln wollte. Dann habe ich noch leer gemacht mein Quick Dry Spray, den ich mal bei einem Einkauf dazu gekriegt habe bei Douglas. Ja, ich fand ihn gut, aber das war es auch wieder. Nachkaufen würde ich mir die von der Deko nie, weil die sind viel zu teuer. Viel zu teuer, da kaufe ich mir lieber die Müller-Eigenmarke nach. Dann habe ich noch eine Seife leer gemacht und der habe ich auch hinterher getrauert. Die ist so teuer, deswegen kaufe ich sie mir nicht nach. Die war nämlich in Aktion, deswegen habe ich sie mir das letzte Mal mitgenommen. Die sieht so aus, das ist von Dettol, eine Seife, die liebe ich. Die riecht sowas von gut, also ich bin echt verliebt in die. Ich habe mir jetzt dieses No-Touch-Ding jetzt mal geleistet, weil es bei Müller ungünstig ist. Das kostet nur bei Müller 9,95 und da ist die auch dabei. Und deswegen habe ich es mir gekauft, weil die ist echt geil. Und das war jetzt auch eben 15% auf Drogerie beim Müller jetzt vor kurzem. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das. Ich Trottel hätte mir die auch kaufen sollen, aber ich habe eh noch so viel Seife. Aber ich würde es mir nachkaufen. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich es mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich in der Arbeit ein Deo leer gemacht. Das hatte ich nämlich im Spind. Das ist von Borotalco. Das habe ich mal bekommen, weil das haben die abzeichnet in der Arbeit. Ich weiß nicht warum. Und da habe ich mir das einfach genommen, weil ich eins braucht habe für meinen Spind. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Jedes Mal, wenn ich diesen Sprühnebel da betätigt habe, bin ich halber erstickt dran. Also, es war gut, aber mir der Duft nicht gefallen und ich fand, ich will nicht an meinen Deo ersticken. Also werde ich mir das sicher nicht nachkaufen. Aber es war mal gut, dass ich es hatte. Dann habe ich was aufgebraucht, dem ich auch sehr hinterher traue. Das habe ich nämlich mal geschenkt bekommen von einer Freundin oder Bekannten von mir, die beim Bodyshop arbeitet, weil die haben die Teste dann verschenkt. Zumindest, ja, sie hat gesagt, sie versucht es Leuten zu verschenken, weil sie selber eh so viel haben. Das finde ich auch cool. Und sie hat mir das geschenkt. Das ist diese Apfelserie gewesen. Ich fand das richtig geil. Wirklich geil. Das Problem ist halt, dass es das nicht mehr gibt. Es ist ja so eine ähnliche Variante rauskommen. Aber ich habe eh so viel. Also, ich fand es gut, dass ich das mal hatte. Trauer dem hinterher, dass ich es aufgebraucht habe. Aber besser, ich brauche es auf, als es ist kaputt. Dann habe ich noch zwei Badezusätze leer gemacht. Einmal diesen Mohn- und Hafermilch. Den mag ich ja so gerne. Gibt es aber einzeln bei uns leider nicht zu kaufen. Den habe ich mir ja in dem Set gekauft. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, wenn es im Einzelnen bei uns geben würde. Und den Granatapfel Grapefruit. Den fand ich okay. Der war nicht schlecht. Er war jetzt nichts Besonderes, aber er war nicht übel. Tja, was haben wir da noch alles? Masken und sonstiger Dreck. Ich muss das nämlich alles nochmal neu fotografieren, weil ich finde, bei meinem Blogpost ist die Sonne so reinknallt gewesen und jetzt ist sie Gott sei Dank ein bisschen weg, also könnte ich da besser, glaube ich, fotografieren. Kann ich alles nochmal neu machen, aber wurscht. Eine Haarmaske habe ich leer gemacht. Die fand ich wirklich gut, da habe ich sogar noch ein Backup davon. Ich kriege die aber leider nicht mehr beim Claire's, weil ich würde sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Le Froché. Für mein Dekolleté aber. Das ist so eine Antifalten-Zeugs-Ding. Irgendwo habe ich auch noch eine. Ja. Hier. Zwei habe ich leer gemacht. Ich will nämlich unbedingt meine Proben aufbrauchen. Jeder wünscht sich ein Probenvideo, aber irgendwie will ich das nicht machen. Ich weiß nicht. Irgendwie interessiert mich das selber nicht. Und ich weiß nicht. Irgendwie will ich nicht. Irgendwie habe ich darauf keine Lust. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja.
Und dann habe ich die Duftprobe hier aufgebraucht. Die habe ich erst vor kurzem nämlich bekommen. Am Anfang war nämlich von diesen 7411, klingt ein bisschen blöd, weil jeder ja weiß, dass es ein bisschen ältere Duftrichtungen sind. Aber die finde ich echt gut, diese Aqua Colonia Düfte. Und mein Liebling war der sogar da abbildet, der da. Der war mein Liebling mal. Schon ein bisschen länger her. Dann kam eben dieser Red Apple Chili raus. Dann war der mein Liebling, den habe ich auch. Und jetzt kommt, ist eben der rauskommen neu. Und den liebe ich. Den liebe ich noch mehr als alle anderen. Das wäre, finde ich, auch ein guter Sommerduft. Ich habe ja vor kurzem dieses Duftlieblinge abgedreht. Und der wäre auch auf jeden Fall ein schöner Sommerduft. Für mich jetzt persönlich. Also den fand ich echt gut. Ich finde es halt blöd, dass ich mir nichts nachkaufen kann. Weil ich sollte wirklich mal aufbrauchen. So wie Masken. Ich habe nämlich einmal die African Peeling Maske aufgebraucht. Da habe ich noch zigtausend Backups, die ich endlich mal leer machen sollte. Was mein Herz nicht verkraftet, weil die ja leider nicht mehr zu kaufen gibt. Also weil es die ja leider nicht mehr zu kaufen gibt. Deutsch ist schwer. Aber ich liebe die. Die liebe ich wirklich. So wie die Himbeer. Die liebe ich auch. Da habe ich auch noch ein paar Backups. Ich sollte ernsthaft mal ein bisschen was aufbrauchen. Dann habe ich ein paar Badezusätze. Einmal das von Dresden Essenz, das neue, mit diesem Rosenduft. Das mochte ich jetzt nicht so gern. Ich habe aber leider noch ein Backup davon. Dann habe ich noch das Aveo Früchtezauber. Die haben ja die Verpackungen verändert, deswegen habe ich mir die gleich gekauft. Finde ich gut. Aveo ist echt gut. Meine zwei Lieblinge, wo es den einen ja nicht mehr gibt, den Buttermilch Mandarine und den Zitrone. Und den Lavendel Vanille. Ich habe auch, glaube ich, fast keine Backups mehr. Dann habe ich noch Masken aufgebraucht. Und ich mag keine Peel-Off-Masken. Wirklich nicht. Ich hasse Peel-Off-Masken in letzter Zeit. Weil ich nie so viel Geduld habe, dass das richtig antrocknet, dass ich sie abziehen kann. Ich habe dafür keine Geduld. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Natürlich, ich bin einfach eine faule Sau. Deswegen weiß ich, habe ich einfach keinen Bock drauf zu warten, bis der Dreck trocken ist. Ich weiß nicht warum, dämlich, oder? Aber ich habe die hier aufgebraucht, habe sie dann halt abgewaschen und das Gefühl danach war aber urgut, wie ich die abgewaschen habe. Eigentlich wollte ich sie abziehen. Ich konnte gerade mal ein Stückchen abziehen und den Rest musste ich abwaschen, weil das einfach nicht getrocknet ist. Und ich will nicht länger warten, als nötig ist. Aber den Duft fand ich gut von der. Den Duft fand ich wirklich gut von der. Und dann, der traue ich hinterher, weil die finde ich nirgendwo mehr. Auch von dieser Montana Chanel, so wie die andere, die Bananenmaske. Ich liebe diese Maske. Aber ich finde sie leider nicht. Mich juckt's da. Ich habe schon wieder trockene Kopfhaut. Ich habe mir vorher gerade die Haare gewaschen. Jetzt habe ich wieder so trockene, juckende Kopfhaut. Schlimm. Seit ich die neue Haarfarbe habe, ist das so. Dann habe ich die Freeman-Masken zweimal aufgebraucht. Einmal die Diamond Mineral. Die kühlt auch ganz leicht auf der Haut. Ich liebe die. Freeman-Masken sind meine allerliebsten Masken. Ich komme leider nicht nach Kleinhauxdorf, sonst würde ich mir wieder ein paar Backups holen. Weil ich glaube, von der weißen habe ich kein Backup mehr. Und von der schwarzen hier auch nicht. Das ist nämlich diese Black Sugar und die liebe ich auch. Ich hoffe, man kann es sehen. Die ist auch geil. Also, Freeman-Masken sind echt der Hammer. Dann habe ich aufgebraucht ein kleines Handdesinfektionsgel. Das hatte ich in der Arbeit, so. Ja, ich fand's gut. Ich habe Gott sei Dank noch Backups von dem, weil das ist von Primark, das Handdesinfektionsgel. Und ich liebe den Duft davon. Ich liebe wirklich den Duft davon. Schoko und ich, ihr wisst ja eh. Boah. Jetzt habe ich das Limette und das finde ich okay. Das mag ich jetzt nicht so gern wie das hier, aber das Limette war okay. Habe ich noch in der Arbeit. Ich habe ja so viele, da kann ich jetzt zigtausend aufbrauchen. Habe ich aufgebraucht, wo ich noch schwarze Haare hatte. Nur habe ich nicht gesehen, dass da drauf stand dunkelbraun bis schwarzbraun. Tja, wer lesen kann, wäre klar ein Vorteil gewesen, aber wurscht. Es gab auch noch nie ein schwarzes und jetzt, wo ich keine schwarzen Haare mehr habe, ist ein schwarzes rausgekommen. Habe ich vor kurzem in der Werbung gesehen. Ich habe mich mega geärgert, aber wurscht, jetzt ist schon zu spät. Jetzt habe ich schon hellere Haare. Also ist auch schon egal. Ich meine, jetzt wie die Haarfarbe, glaube ich, wäre das auch... No way, ich glaube, das wird hinhauen. Weil das hat man sehr stark bei mir gesehen, wie ich noch schwarze Haare gehabt habe. Und jeder hat mich gefragt, was ich jetzt schon wieder gemacht habe mit meinem Ansatz. Also, na, ich würde mir das nimmer mehr nachkaufen, glaube ich. Ich warte jetzt mal ab, wie das ist, wenn es rauswächst. Das ist ja bis jetzt noch nicht der Fall, weil ich ja erst war, Haare färben. Deswegen würde ich mir das dabei noch nicht nachkaufen. Ich will ja heller werden und deswegen kaufe ich mir das erstmal nicht nach, weil ich fand das nicht so toll. Dann habe ich aufgebraucht endlich das Eco System Shampoo. Das habe ich mir nur gekauft, weil eine Arbeitskollegin davon so geschwärmt hat.
Ich müsste jetzt mal mit meiner neuen Haarfarbe probieren. Ich glaube, ich habe nämlich noch ein Backup von dem. Den Rest habe ich nämlich für meine Pinsel aufgebraucht, weil das hat so eine komische Konsistenz. Ich weiß nicht, so glitschig, schlabberig, irgendwie eklig. Das ist aber mit Apfelduft und das ist leider Limited Edition. Und der Duft ist super, aber mit meinen schwarzen Haaren ging das irgendwie nicht. Ich werde es mal nochmal mit die braunen Haare probieren, aber irgendwie fand ich das eklig. Aber ich werde es nochmal probieren und euch dann auf dem Laufenden halten, wie ich es fand. Überall habe ich von meinem Hund die Haare. Und von mir. Ah, da ist noch ein schwarzes drin. Ich habe mein Rasiergel aufgebraucht, dieses Vanilla. Und da, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, war ich echt traurig. Das ist am Anfang, ich habe versucht, das zu schütteln, das ging nicht. Das ist ja ein Rasiergel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vorher Schaum gesagt. Ja, wie soll ich sagen, das war so flüssig am Anfang. Und nach einer Zeit, umso öfter ich es benutzt habe, umso dicker ist worden wieder die Konsistenz. Aber ich glaube, das hatte schon was. Obwohl es erst... Oh, es wäre schon im Mai dann abgelaufen. Ich glaube, das war das Ausschlaggebende. Durch das, dass es im Mai dann... Ich meine, ich weiß es nicht, das könnte ja sein, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mochte ich das ja wirklich, wirklich gerne. Ich habe geliebt, das zu benutzen, obwohl ich traurig war, dass sich ein bisschen die Konsistenz schon verändert hat. Aber ich hoffe, das kommt irgendwann mal wieder raus, weil das war echt gut. Ich habe mir jetzt von der Marke M. Lady ein neues gekauft, weil viele, beziehungsweise eine hatte die Handcreme in irgendeinem Video, habe ich die gesehen. Und die hat behauptet, die Handcreme riecht nach Marzipan. Weil ich noch so zigtausend Handcremes habe, wollte ich mir die jetzt nicht kaufen. Und weil ich gesehen habe, da gibt es ein Rasiergel davon, habe ich mir das erst vor kurzem gekauft. Nur so viel dazu. Und ja, das habe ich geliebt, aber das gibt es leider nicht mehr. Aber das Produkt hat mir gezeigt, dass ich nichts aufheben sollte. Weil das bringt mir nichts. Irgendwann wird das schlecht. Das hat mir endlich die Augen geöffnet, das Rasiergel. Könnt stolz auf mich sein. Aber ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Schade, dass es halt das nicht mehr gibt. Aber was will man machen? Und dann habe ich noch aufgebraucht von Isana eine Duschlotion in Buttermilch. Ja, die fand ich auch nicht schlecht. Obwohl manchmal habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Duft grauslich war. Jetzt auch wieder. Irgendwie so ranzig. Ah, das ist der Duft selber, weil das Produkt ist noch nicht alt. Irgendwie, weiß ich nicht. Das wird sicher eh nicht mehr geben. Ich fand's okay, aber ich glaube, ich würde es mir eh auch nicht mehr nachkaufen. Weil in Kombination mit meiner Haut und mit dem Wasser war das irgendwie komisch. Aber es war mal cool, dass ich das gehabt habe. Ich habe mich gefreut darüber. Die Verpackung finde ich auch schön. Also, es war okay. Aber jetzt kein Favorite. Kommen wir zu Deko. Ich habe ganz, ganz viel aufgebraucht und will euch das unbedingt zeigen, weil ich so stolz auf mich bin. Ich werde euch das da gleich in die Tüte da schmeißen, also nicht wundern, wenn es ein bisschen leer macht. Außer das Make-up, das sollte ich vielleicht nicht so reinschmeißen, weil sonst wird es vielleicht kaputt. So, ich habe einen Tester mitgenommen, beziehungsweise zwei Tester von der Arbeit. Einmal das Soft Resistant Make-up in Light von Max Factor, das finde ich so gut. Wenn ich nicht so viel Zeug hätte, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Ich hebe mir das auf oder ich schreibe mir die Farbbezeichnung auf, weil das kaufe ich mir irgendwann mal, wenn ich weniger habe, nach. Weil das finde ich echt gut. Weil ich mag das Finish auch von dem. Das habe ich dann auch noch aufgebraucht. Das ist von Catrice, dieses HD Liquid Ding, weil jeder davon so schwärmt und urviele Kunden kaufen das. Deswegen dachte ich mir, okay, das ist abzeichnet, nehmen wir das mal mit. Leider war es die Farbe 20, die war viel zu dunkel für mich. Und ich habe mir die Zehen angeschaut und die ist auch noch ein bisschen... Ich weiß nicht, die Zehen taugt man auch nicht. Man hat gesehen, dass mir das zu dunkel war. Ich habe davon ein zweites, ich werde es aber meiner Schwester schenken. Es ist nicht schlecht, aber ich werde es mir nicht nachkaufen, weil meine Farbe gibt es einfach nicht. Wenn ich mich zwischen Max Factor und Catrice entscheiden würde, würde ich mir auf jeden Fall das Max Factor kaufen. Auf jeden Fall. Das kennt ihr ja eh schon, ich zeige euch den nur kurz. Ich habe wieder einen Astor Lip Liner aufgebraucht und habe mir vor kurzem beim Bieber drei nachgekauft, weil -30% war. Deswegen habe ich mir die nachgekauft. Und ich brauche die eh immer auf. Ich liebe diesen Lip Liner einfach. Und ich habe Angst, dass, weil in Deutschland, habe ich gehört, ist Astor komplett rausgegangen. Und jetzt habe ich Angst, dass sie das bei uns auch machen. Das wäre nicht so cool. Und dann habe ich drei Mascaras leer gemacht. Also beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wann meine Mascaras leer werden, weil ich habe immer das Gefühl, die trocknen mir immer ein, bevor sie aufgebraucht sind. Weil da kommt auch nur noch ganz wenig raus und das ist so eingetrocknet. Das war ja die von Makeup Factory. Das ist diese hier. Diese Lash Explosion war das. Die mochte ich sehr, sehr gerne. Die hatte ich ja schon zum zweiten Mal. Habe ich ja geschenkt bekommen, wisst ihr ja eh.
brauche ich euch ja nicht anlügen. Ich würde sie mir aber nachkaufen. Wenn ich nicht dauernd so viele Mascaras geschenkt bekommen würde, würde ich mir mal die nachkaufen, weil die finde ich echt gut. Dann habe ich zweimal die Hair Impact leer gemacht. Einmal in klein. Einmal in klein. Für die unteren Wimpern habe ich die meistens verwendet. Ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde auch, dass die sehr, sehr schnell eintrocknet. Man sieht es eh auch. Und ich wechsle so nach ein paar Monaten, so 6 Monate lasse ich mal circa Zeit, dann wechsle ich sie aus. Weil ich weiß nie, wann eine Mascara endlich mal leer ist bei mir. Und bei der kleinen hatte ich am Schluss irgendwie das Gefühl, dass meine Augen dauernd drinnen. Die habe ich ja beide geschenkt bekommen. Ich würde die mir auf gar keinen Fall nachkaufen in groß, also in Original. Weil ich finde sie nicht schlecht. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich die schlecht finde. Ich finde sie gut, aber ich habe halt eine, die ich lieber mag als die. Deswegen würde ich sie mir nicht nachkaufen. Aber ich verkaufe sie gerne, weil eben ich mit der auch gut klarkommen bin. Sie ist nicht schlecht. Ich finde die wirklich gut, aber ich habe halt eine bessere. Zum Beispiel die Makeup Factory oder eben meine Estee Lauder, die ich so liebe. Ja. Schlecht war sie aber trotzdem nicht. Mit was fangen wir als nächstes an? Ich habe noch 3 Sachen, über die ich echt traurig bin, dass die leer sind. Ja, ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Fangen wir mit dem vielleicht an. Ich habe den aufgebraucht. Ich glaube, der Rest ist mir auch ehrlich gesagt eintrocknet. Das war ein Yves Rocher Nagellack. Ihr kennt den, den habe ich euch so oft im Video gesagt. Ich habe den so oft getragen. Ich hatte den vorher noch auf meinen Zehennägeln, habe es jetzt heute runtergemacht, weil das schon runtergegangen ist. Das war nämlich noch der Rest, der da drin war. Ich bin so traurig, dass es den nicht mehr gibt, weil der war wirklich schön. Den habe ich so, so gerne verwendet. Bin echt traurig drüber. Man hat es mir angesehen, oder? Ja. Dann habe ich noch einen Rouge leer gemacht, was noch in der alten Catrice-Verpackung war. Könnt ihr mal sehen, so hat das ausgesehen. Das war die Farbe 130 Light Burgundy. Ich habe die Farbnummer nicht gewusst, aber den Namen habe ich auswendig gewusst. Nun muss ich sagen, ist mir das häufiger eher rausbröckelt, weil das schon sehr, sehr alt war. Dessen ging es auch so schnell leer. Aber egal, ich habe zigtausend andere Rouge. Und deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm. Ich kann euch ja mal ein Foto einblenden, wie es ausgeschaut hat. Weil man hat da richtig gesehen, dass dass das schon sehr, sehr alt war. Ich meine, ich habe jetzt keine Reaktionen gehabt, keine schlechten oder so, das eher eh nicht. Aber man hat halt gemerkt, dass das schon ein bisschen älter war. Aber ich fand die Farbe schön. Die Farbe war wunderschön. Und es hat noch funktioniert. Es ist nichts passiert. Es war nichts Schlechtes oder so. Es war halt nur sehr, sehr alt. Und deswegen wollte ich schon aufbrauchen. Beziehungsweise endlich mal aufbrauchen. Weil ich mochte das echt gerne. Ich hatte da mal ein anderes, habe das aber verschenkt. Ich weiß nur nicht mehr wem. Das kommt sehr oft vor bei mir. Dann habe ich leider, leider, leider aufgebraucht meinen Lancôme Eyeliner. Ich habe vor kurzem noch probiert, den aufzubauen. Es kommt noch was raus, aber ich kann mit dem einfach keinen Eyeliner mehr ziehen. Das geht mir so am Arsch. Das geht mir echt am Arsch. Ich kann mit dem einfach keinen Eyeliner mehr ziehen. Probieren wir es mal. Oh, okay, jetzt kommt wieder viel raus. Ich weiß nicht, ich könnte heulen. Das geht mir so am Arsch. Könnt ihr mir das glauben? Weil ich habe das 2 Monate lang noch probiert, da die Farbe rauszukriegen. Jetzt hört er wieder auf zu malen. Okay, das ist sowieso scheiße, weil wisst ihr warum? Ich kann so von hinten gedrückt keinen Eyeliner ziehen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Das muss mit der Spitze funktionieren. Aber es geht nicht. Ja, und wenn ich es mit der Spitze jetzt nur auftrage, seht ihr, kommt da nichts mehr raus. Nur wenn ich hinten andrücke, dann kommt was raus. Ich schaue jetzt aus. Ich bin verzweifelt mit diesem Ding. Echt wahr. Ich bin echt verzweifelt. Weil ich immer das Gefühl habe, dass da trotzdem irgendwie noch was rauskommt. Aber ich kann keinen Eyeliner mehr damit ziehen. Es geht einfach nicht. Ich werde ihn jetzt noch nicht entsorgen. Er ist für mich aufgebraucht, weil ich kann keine Eyeliner mehr komplett damit ziehen. Das geht einfach nicht. Aber ich werde es halt trotzdem nochmal versuchen. Aber für mich ist er eigentlich aufgebraucht, weil ich kann damit keinen ziehen. Jetzt ist er wieder eintrocknet, obwohl ich ihn gerade geschüttelt habe. Ist echt zum Scheißen. Also da müssen sie sich echt was überlegen. Ich habe nämlich auf Instagram gesehen, dass da ganz viele neue Farben rauskommen sollen. Ich hoffe, die kommen auch nach Österreich. Da gibt es nämlich echt geile Farben. Jetzt kommt wieder nichts raus. Seht ihr das? Voll geschissen. Habe ihn jetzt gerade nochmal probiert. Es kommt doch nichts mehr raus. Weil so ist es auch am Auge dann. So ist es dann am Auge. Und das
er war vorher echt tiefschwarz. Ich konnte mit dem nur einen Strich ziehen und dann war da schon ein Eyeliner. Und das Problem ist, dass halt die ganze Farbe sich hier hinten, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, da an der Spitze immer angesammelt hat am Schluss. Das ist das Problem irgendwie. Also da, weiß ich nicht. Entweder man lagert ihn dann eine Zeit lang so, weil der ist ja auch nicht günstig, der. Er ist super, ich liebe ihn. Ich wollte eigentlich keinen anderen mehr kaufen, aber jetzt, wenn ich mir das so überlege, ich weiß nicht, ich bin irgendwie angefressen. Jetzt malt er wieder extrem gut. Ach Gott. Ich werde es noch probieren, ihn aufzubrauchen. Also, ich werde ihn trotzdem noch probieren. Für mich ist er jetzt aufgebraucht. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann in keinem Aufgebraucht-Video mehr vorkommen, weil für mich ist er aufgebraucht, weil ich kann damit keinen Eyeliner ziehen. Außer jetzt hat er wieder ganz tief schwarz gemalt. Aber, ja. Er ist für mich aufgebraucht und ich liebe ihn. Obwohl, jetzt ist es ein bisschen eine Hassliebe, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich höre jetzt lieber auf, sonst könnte ich nur stundenlang über diesen dämlichen Eyeliner diskutieren. Ja, das heißt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt nochmal die Sachen abfotografieren, weil jetzt muss ich mich beeilen, weil es wird langsam schon hässlicher draußen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder. Bye!